Ja, und in diesem Moment, da stehen Sie auf der Bühne in Bad Sassendorf, Premiere für die Kinder der toten Stadt. Und so hört sich das an. Und den Fuchs jagen wir auf die Lichtung hinaus. Und den Fuchs, ja, den Fuchs, und den Fuchs, ja, den Fuchs, ja, den Fuchs. Ja, das klingt fast schon fröhlich, oder? Aber die Schüler aus Soest und Bad Sassendorf, die haben sich da einen richtig schweren Stoff herangewagt. Es geht um die reale Geschichte der Kinder im Konzentrationslager Theresienstadt. Die mussten mit einer lustigen Oper vorgaukeln, dass im KZ doch alles total normal war. Musiktheater, das unter die Haut geht. Schon in der Maske ist schnell zu sehen, das wird gleich ein ungewöhnliches, ein ganz besonderes Theaterstück. 2 Stunden bevor es auf die Bühne geht, werden die 50 Schauspieler grau. Die Maske soll halt bewirken, dass die Masse einfach nur als Masse dasteht und nicht als einzelne Menschen. Und ja, dass man auch sieht, dass wir Gefangene sind. Also wenn wir alle was Buntes tragen würden, dann würde es halt viel zu fröhlich wirken, was es ja nicht ist. Hanna Esser ist das Thema wichtig. Was in Deutschland vor rund 70 Jahren passiert ist, daran will sie mit erinnern. Zwei Jahre lang wurde vorbereitet. Hanna hat schon viel über die Nazizeit gelesen. Wie es zur größten Katastrophe der deutschen Geschichte kommen konnte, das interessiert und bewegt die 14-Jährige schon lange. Ein Kind der Totenstadt. Es ist halt ein sehr sensibles Thema. Ja, man möchte es alles richtig gut rüberbringen. Ja. Gleich zu Beginn der 80 Minuten langen Vorstellung steht Hanna allein auf der Bühne. Das Lied, was ich singe am Anfang, das allererste, Der Garten heißt es, und am Ende heißt es, als die Blumen blühen, ist das Mädchen tot. Und das ist, da das Lied eigentlich sehr schön und so sehr viel Melodie hat, ist es so ein Schockmoment. Ich bin hungrig wie sonst keiner. Eine harmlose Tieroper mit einem bösen Fuchs und mutigen Häschen und Eichhörnchen soll zeigen, wie gut es den Kindern im KZ doch geht. Der geschichtliche Hintergrund ist echt. 1944, die Kinder im KZ Theresienstadt müssen einer Delegation des Deutschen Roten Kreuzes eine heile Welt vorspielen. Die Wirklichkeit im KZ sieht natürlich ganz anders aus. Hunger, Dreck, Verzweiflung, Todesangst. Bei den Proben hat man quasi durchgehend Gänsehaut und ja, die Lieder sind ja auch sehr so geschrieben, dass man, ja, dass es einfach so dramatische Harmonien quasi sind. Und am Ende hat man da auch schon so ein Tränchen im Auge bei dem letzten Stück. Das Gemeinschaftsprojekt der 6 Schulen aus Soest und Bad Sassendorf ist eine bundesweite Premiere. Zum ersten Mal trauen sich Schülerinnen und Schüler an diesen schweren Stoff. Die bekommen viel Lob von den Berufsmusikern und vom Profi-Regie-Team. Die waren alle super informiert. Die sind auch wahnsinnig politisch alle, politisch sehr engagiert, gehen alle zu Fridays for Future und wissen sehr gut Bescheid und so. Es war wirklich beeindruckend. Hanna und ihre Mitschüler wissen viel von der Geschichte, auch, dass die Kinder aus Theresienstadt immer wieder gehofft hatten, durch die Oper zu überleben. Aber fast alle wurden ermordet. Man muss irgendwie immer daran denken, wir gehen nur von der Bühne runter, aber es sind so viele andere Menschen gestorben. Ja. Wow, ja, wirklich beeindruckend. Und klasse, dass ihr das da macht in Bad Sassendorf. Und für morgen Abend gibt es auch noch einige Restkarten.